Zum Jubiläum der größten regionalen Baumesse in Deutschland präsentierten sich unter den Ausstellern auch Neulinge. Ich vertrete hier die zwei Firmen Hornig Immobilien und die zweite Firma die Ostdeutsche Grundstücksauktion. Speziell das Auktionshaus sorgte für Interesse. Ja, Auktion ist vielleicht auch ein bisschen Schnäppchenmentalität und auch vielleicht die besondere Erwerbsmöglichkeit, wo ich immer sage, für eine Auktion sind Objekte gut, entweder über einen sehr günstigen Preis oder ein besonderes, rares Objekt. Auf der Haus wurden Erfolge vergangener Auktionen und die neuen Objekte aus dem aktuellen Auktionsangebot vorgestellt. Von Schlösschen in Anhalt bis zum Mehrfamilienhaus in Dresden-Nähe. So nutzte die Ostdeutsche Grundstücksauktion die Messe, um den Besuchern den Ablauf einer Immobilienauktion näher zu bringen. Vielleicht haben Sie es aber schon mal im Fernsehen gesehen, also ganz normal auch wie andere Auktionen laufen, ob es jetzt Briefmarken oder Kunstgegenstände. So ist es auch ähnlich im Immobilienbereich, wo das Objekt im Vorfeld beworben wird. Dann gibt es einen Auslobungstext im Saal vorgelesen und danach hat jeder die Möglichkeit, für das Objekt mitzubieten. Es gibt ein Auktionslimit, das ist der Mindestpreis, der geboten werden muss. Und dann gibt es Gebotsschritte, die dann dem Interessenten obliegen, mitzubieten oder auch nicht. Während bisher nur die Möglichkeit bestand, vor Ort, per Telefon oder durch ein schriftliches Gebot mitzusteigern, wird auch hier das Internet immer interessanter. Absolut im Kommen und auch der Gedanke, den unser Haus hat, dass wir für die nächsten Auktionen auf jeden Fall auch diese Möglichkeit nutzen werden oder möchten, um noch mehr Interessenten die Möglichkeit zu geben, von zu Hause, egal wo er wohnt und wo er sich zur Zeit der Auktion befindet, teilzunehmen. So dürfen wir uns auf die nächste Präsenzauktion vielleicht auch live im Internet freuen. Am 17. April im Hotel Residenz in Bautzen werden also 20 Objekte aus ganz Sachsen und Sachsen-Anhalt versteigert. ImmoTV. Wir bewegen Immobilien.